In dieser bitterkalten Eiswelt hat sich der Schwierigkeitsstandard noch ein wenig nach oben verschoben. Langsam wird's pikant. Cold Darkness, der nächste Level hier. Nachdem wir vom Entwickler in-game schon gewarnt wurden, dass ein Blizzard, ein Schneesturm aufzieht, wir allerdings erstmal durch dunkle Höhlen müssen, in der uns Squawks hilft. Hallo Squawks. Warum ist denn da unten so grünlich? Also. Squawks in diesem Spiel also nicht nur als... Ja, sowohl als Reittier als auch als Leuchte vertreten. Wir haben es auch noch nicht. Es gab immer nur ein Entweder-Oder, ne? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das sind auch unliebsame Gegner aus Donkey Kong Country 3, oder? Mir fällt auf, dass ich ziemlich viele... War da was? Da war was! Mir fällt auf, dass ich ziemlich viele Gegner aus Donkey Kong Country 3 eigentlich gar nicht so mag. Aber ich mag das Spiel an sich, also vielleicht auch nicht so viel falsch gemacht. Ich mag die eigentlich nur nicht, weil die schwierig sind. Dabei bin ich selbst ein schwieriger Mensch. Ah, jede Wette, jede Wette. Warum nicht? LOL. Ich dachte mir, der muss halt wieder hochkommen. Aber da ist sogar was versteckt. Freunde, läuft bei uns. Warte mal, einen will ich aufheben für eventuelle Wände. Hallo, Nicky. Tschüss, Nicky. Hat sich was mit den Wänden? Vergiss die Wände. Alter. Hier, jede Wette. Ich werde die Wette wieder verlieren. Keine Wette, keine Wette. Na gut. Aber hier. Jede Wette. Keine Wette, keine Wette. Ja, Sacramento. Da hättest du ruhig mal was verstecken können. Check the point und weiter geht's. Ich finde es gut, dass wenn man diese... Alter. Ja. Ich finde es gut, dass wenn man diese Fasstypen wirft, dass man auch noch sieht, dass einer rauskommt und dass er nicht erbärmlich mit explodiert, weil im Grunde tut er das, aber man muss es ja nicht laut aussprechen. Ne? Muss man ja nicht. Hey, Spox. Alter, die sind aber auch fies. Was? Konnte man das im Originalspiel auch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist wieder so eine Quality-of-Life-Änderung von The Trilogy. Von unserem geliebten André Louis Silva. Nee, geliebt ist er nicht. Aber ich bin ihm dankbar für dieses Spiel. Da bin ich hoch. Warum gibt's denn kein Donkey Kong-Fass nach dem Checkpoint? Das ist auch ungewöhnlich, oder? Dagegen rennen. Eigentlich hat doch nur die Bombe Schaden gemacht. Bomben, oder? Das Fass doch eigentlich nicht. Schwierige Stelle. Nicht ganz so einfach. Ja, wir könnten mal versuchen, so lustigerweise. Hier gab es ja auch keine... Ach, schade. Hätte doch, glaube ich, gar nichts gebracht. Kann auf die drauf springen. Aber ihr wollt jetzt mein Weltbild nicht wieder zerstören und sagen, das war schon immer so, oder? Markus, das war schon immer so. Nein, glaube ich auch nicht. Ah, ich höre was Gutes. Moment. Nach da oben gucken, da ist auch was. Mit Geduld und Spucke in dieser dunklen Höhle. Haben wir die Welt nicht angefangen bei den Donkey Kong Country 1 Höhlen? Weil wir sind jetzt... Das sind ja alles so Stalagmiten und Stalaktiten. Oh, okay, hier ist nicht mehr. Prima. Kann ich ja nochmal ein Leben verlieren. Ja, diese Tropfstein-Sachen. Was? Da will ich hoch. Da will ich hoch. Definitiv hoch. Oh mein Gott. Früh genug sprengen ist die Devise, dass man auf seinem Deckel landet. Jetzt zerstören wir sie alle.
Meinst so? Okay. Bin mir nicht ganz sicher, weil diese Gegner gibt es ja eigentlich nicht in Spielen, wo man... Ja. Wo man sich werfen kann, ne? Muss ich jetzt warten, bis er sich beruhigt hat? Ja, Leute. Hat nicht geklappt. Irre. Müssen wir ein bisschen ausprobieren. Ja, du kannst schon herkommen. Aber wo waren das jetzt? Da. Also ein TNT-Fass, einfach so in der Landschaft, in der Prärie. Da riecht man doch schon das N. Gut. Ja, warum nicht, ne? Einfach mal zusammenarbeiten. Dass man hier noch so einen Partner kriegt. Ist dann auch super nice. Man muss nur gut zielen können und ich kann nicht so hundertprozentig gut den Radius erkennen, weil, naja, das Kitty Donkey wirft hat man halt nicht jeden Tag. Hätte eben ja eh nicht mehr gereicht. Das ist ein schöner Bonus. Oh, zwei Leben. Hat eh keine Zeit mehr. Ist in Ordnung. Moment. Da vorne war ein TNT-Fass und das würde ich gerne mitnehmen. Verdammte Axt. Der Witz ist, wir haben ja gelernt, Donkey kann das auch, aber trotzdem lege ich so das Fass ab, wie es in Donkey Kong Country 1 machen müsste, nur für den Fall der Fälle. Scheinbar ist hier nichts in den Wänden versteckt, aber wenn ihr so Fässer gebt, dann kann man halt damit rechnen. So. Höchstens doch nochmal das versuchen, aber nee. Da oben, da sehe ich auch Bananen über ihm. Ja, ein unangenehmer Level, was soll ich sagen, ne? Ist nicht so schön. Aber ich hätte schwören können, wir haben diesen Level begonnen mit Donkey Kong Country 1. Stil. Wozu? Da frage ich mich immer, wozu? Ich muss doch Gründe geben. Ich freue mich aber. Ich sehe den Grund nicht. Was ist da los? Super verdächtig. Sass, wenn man heutzutage sagen würde. Die Jugend von heute. Hier ist was. Okay. Bonuslevel, Donkey Kong Münze. Aber die Buchstaben. Es würde gut dazu passen, dass ich das N verpasst habe. Da stellt sich mir natürlich die brennende Frage, haben wir das N irgendwo gehabt? LOL. Hatten wir das N irgendwo? Wo ich versucht habe, mit den Fässern Wände zu öffnen. Das würde mich nicht wundern. Ich sag mal so, ein Arbeitslevel. Besonders gut hat er mir jetzt nicht gefallen, aber völlig legitim und okay. Dann mache ich mich auf die Suche nach dem N. Ach, als ob, Mann! Gut, haben wir das. Wollte euch noch eines zeigen. Ja, ich finde, Buchstaben so zu positionieren ist zu schwierig. Nö, ein Buchstabe sollte nicht so hardcore versteckt sein. Ist ja schwerer als die meisten Bonuslevel in Original-Games. Hier ist die Stelle, wo die Donkey Kong Country 1 Höhlen
zu den Donkey Kong Country 3 Höhlen wechseln, also die Tropfsteine, der Boden. Ne, also, ich bin doch nicht bescheuert, oder zumindest nicht, was das angeht. Gut, okay, 100% in Cold Darkness und jetzt Funky Kong, den müssen wir halt nicht besuchen und hier gibt es Snow Everywhere, haben wir jetzt im Blizzard, haben wir jetzt den Schneesturm um uns herum. Ich hasse es. Naturgemäß. Dauert ewig zum Rendern. Wobei, das sollte heutzutage nicht... Obwohl doch, es könnte immer noch die Bitrate beeinflussen. Das könnte immer noch wild sein. Es geht. Ist eigentlich nicht so penetrant wie in Donkey Kong Country 1 in dem Level mit den vielen Fässern. Das ist ein Kong-Buchstaben in der Position. Oh Mann, okay. Das ist angemessen. So will ich ein K, O oder N oder G positioniert haben. Aber nicht irgendwie mit einem TNT-Fass das halbe Level zurücklaufen und gegen eine random Wand, wo man 80 Gegnern ausweichen muss, wo man es vielleicht nicht unbedingt erahnen kann. Das sehe ich nicht. Ne, das sehe ich für die schwersten Bonusräume, okay. Aber nicht für einen Buchstaben, verdammt. Naja, hier trat ja schon Besserung ein. Mal sehen, wie es weiter sich entwickelt. Wiggle, wiggle, wiggle. Naja, wenn man hier schon, ich sag mal, den Kong-Kritiker macht, Freunde, da darf man doch schon mal ein bisschen fachsimpeln, oder nicht? Da kommen sie runter, die eisgekühlten Cremlinge. Oh shit. Ich habe nicht genau gesehen, was für ein Gegner es ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch eine Rolle gemacht, aber es hat nicht funktioniert. War zu steil oder was? Alter, steil, Digga, Alter. Finde ich nicht gut. Mann, die Schlangen hier. Wisst ihr, was mich an dem Heck ein bisschen stört? Also jetzt auch wieder, ne? Kong-Kritik Deluxe, ne? Dass es zu viele bunte Gegner sind, ne? Dass du jetzt nicht 100-mal demselben Gegner hintereinander begegnen willst. Das sehe ich ja. Aber manchmal kommen ja irgendwie 8 verschiedene Gegner hintereinander. Ist jetzt hier gar nicht der Fall. Wir haben jetzt Slippers gehabt. Dann diese Cremlinge und dann jetzt diese Carboing-Cremlinge. Jetzt einen roten Igel. Ja, komm, langsam. Dem weiche ich lieber aus. Ich weiß nicht, scheinbar geht es nicht so ganz so gut. Die Attacke, wenn es so steil ist. Wollte nur gucken. Ich wollte nur die Kamera ein bisschen in die Richtung drehen damit. Ja, die Musik macht ja auch nervös, erfahrungsgemäß. Aber schöner Hintergrund mal wieder. Haben wir schon ein bisschen nicht mehr appreciated. Wie schön auch der Hintergrund ist. Der Reifen hat mich gekillt. Bin mir nicht sicher, ob er das tut. Diese Reifen stammen nämlich aus der verlorenen Welt von Donkey Kong Country 2. Das erste Level, da kommen diese Reifen. Das sind größere Varianten der Reifen aus Teil 1. Die hier. Aber ja. Ey, was zum? Er war auf dem Reifen drauf und ich habe A gedrückt. Oh, jetzt kommt Sand ins Getriebe. Schnee. Schnee ins Getriebe, meine Freunde. Das sagt doch schon alles aus. Da sind die Geister hier. Wisst ihr, was ich cool gefunden hätte für das Level oder für so eine Art von Level? Da hätte er meinen Respekt. Da würde ich sagen, geile Sache. Wenn er die Gegner aus Donkey Kong Land einprogrammieren würde, die fliegenden Schweine. Das sind Gegner, ich glaube, die waren sogar für Donkey Kong Country geplant irgendwie. Und sind auch auf dem Cover von Donkey Kong Land zu sehen, also der Gameboy-Version. Die ja schon in einiger Hinsicht anders ist. Da gibt es die fliegenden Schweine, die haben Flügel. Das ist witzig. Weiß nicht, wie... Aber weiß nicht, es ist ja ein eigenes PC-Game. Es ist ja kein Hack. Also er hätte schon theoretisch, ne?
So ein Custom-Gegner hätte ich gefeiert, so ein bisschen. Und die tauchenden... Ja, was soll ich denn machen, ey? Die tauchen in allen möglichen Leveln auf, aber man kennt die vor allen Dingen aus den Schneeleveln. Man hat doch nur diesen einen Versuch, willst du mir sagen? Man könnte auch mit die Kongs hochwerfen. Naja, gerade nochmal. Gerade nochmal. Da müssen wir uns ein bisschen reinknien in die Krütze. Oder in den Schnee. Ja, je nachdem. Wir knien uns in den Schnee. Lebensfeindliche Umgebung. Oder? Hier will doch niemals irgendjemand in Schneeurlaub. Hier sitzen höchstens Leute in ihrer Berghütte fest und denken sich, wann ist es vorbei? Kennt ihr den Film The Hateful Eight? Von Tarantino? Fand ich ganz gut. Ganz guter Film. The Hateful Eight. Da sitzen nämlich auch im Schneesturm fest in der Hütte. Und müssen klarkommen, halt. Daran muss ich gerade denken. So ein bisschen. An Tarantino-Filme. Jetzt kommt die Stelle, ne? Also. Oh, what? Was? Dann fliegen wir erstmal zurück, meine Damen und Herren. Dann machen wir hier mal den Lack. Oh mein Gott, seid ihr bescheuert oder so? Stimmt, da war ja so ein Schild. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ja, Sabbelots, ich glaube, es hackt. Nee, das will ich gar nicht riskieren, oder? In der Richtung aus, oder geht's? Was hat denn die gestochen? Ich soll da runter. Weil da wieder Ende ist. Ist es nur fürs O? Ey, aber trotzdem. Ich hätte noch irgendwas noch mehr versteckt. Ich krieg nicht mal was dafür. Ihr hättet jetzt nochmal die Donkey Kong Münze für raus. Also ich hätte irgendwie, das war so also schwer zu erreichen und interessant geplant eigentlich, dass ich so gemacht hätte, dass an der Stelle des O's hätte sich die Donkey Kong Münze befunden. Und das O hätte man bekommen, wenn man Squawks ins Ziel führt, rechts. Ja, jetzt geht's los, ne? Jetzt habt ihr noch alle Tassen am Zaun, ne? Sag mal, ich frage mal so Thema Checkpoint fast, ne? Hatten wir uns darüber unterhalten in diesem Level schon? Snow everywhere. Hatten wir uns drüber unterhalten. Dann bin ich ein bisschen froh, dass ich das ein bisschen unterbewusst gemacht habe. Da freue ich mich ja schon wieder. Ich sag euch, die Fässer sind in diesem Spiel nicht so präzise wie in den Originalen. Da gibt es tatsächlich Defizite. Ich nenne es Defizit. Oh, Baby! Eigentlich wollte ich sogar nach oben schießen, um mich oben umzugucken, aber da ist da tatsächlich was. Das ist gut. Uah. Was? Ich muss Sterne sammeln. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig. Was macht ihr? Was ist denn das jetzt hier? Das hinzukriegen. Ich wollte über den Schwierigkeitsgrad meckern, aber eigentlich ist es okay. Ich frage mich jetzt nur, wie ich da hochkommen soll. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun, haben die doch nicht. Haben sie doch nicht alle Latten am Zaun! Mann, ey! Ja, ich habe gewonnen und trotzdem darf ich mich aufregen. Man darf sich ja nicht nur... Oh, jetzt noch schneller. Ja, komm, kotz mich an, ey. Gut, da ist hier aber direkt ein Donkey Kong Fass, wo sein Partner hochwerfen kann. Ich weiß nicht, ob das bedacht wurde. Donkey Kong Münze, oder?
Hier unten vielleicht mal Lucky. Nee. Da sehe ich was. Die Geister sind auch sehr cool, aber ob die hier reinpassen, weiß ich nicht so hundertprozentig. Und jetzt? Okay. Gut, gib mir noch das G und wir sind weg. Scheiße! Ich meine natürlich schade. Ich bitte euch. Wir sind doch hier kinderfreundliches Vokabular. Hier gibt's keine Freakouts. Hier gibt's aber auch keine Beeptöne. Hier wird nichts weggebeept. Also leck mich am Knie. Ist wild, ne? Ist wild. Aber es ist eine der schlimmsten Sachen in Donkey Kong Country. Generell, fast in allen Spielen. Auf jeden Fall eine der schlimmsten Sachen in allen Donkey Kong Country Games. Und zwar, ja, das Level mit den ganzen Fässern im Schnee. Also da gibt es ja Abkürzungen, aber wenn du die Abkürzung nicht machst, es ist richtig wild. Ich schwöre. Digga, ich schwöre. Ja, so eine Dixie hätte auch Stil gehabt. Ich will noch nichts sagen, ne, aber... Hier mal mit Kiddy Kong. Geschmackssache. Vielleicht klappt's beim zweiten Mal. Man muss ein Opfer bringen. Tut mir leid, Kiddy. Du hattest noch ein ganzes Leben... Ein ganzes Leben vor dir. So, ich sehe nichts in die anderen Richtungen, also... Oh. Aha. Kitty say what? Uiuiuiuiui, ich wusste es. So. Und jetzt wissen wir endlich, wo das Geheimnis liegt. Und ich sag euch, wie es ist. Scheiße. Was ist denn das für ein Dreck? Warum ist das irgendwie einfach random in der Prärie? Warum ist an der Stelle das Secret? Der Anfang der Fässer, die eine Abkürzung darstellen. Wobei man noch da sagen muss, philosophisch wie ich bin, war im Originalspiel ja vergleichbar. Aber da konntest du... Oh, lol. Im Originalgame konntest du halt auch nicht an der Stelle sehen, dass es da irgendwie was gibt, ne? Wenn du wusstest, an der einen Stelle irgendwie von dem Fass runter, dann hast du es gewusst, ne? Aber wenn du es nicht wusstest, dann hast du es nicht gewusst. Aber wir wissen es jetzt. Hola, ich habe mich jetzt ein bisschen länger angestellt, aber ich habe euch vermutlich die Stelle reingeschnitten, wo ich dies hier entdeckte. Und wir sind jetzt gespannt, ob es mir das G beschert. Geht auf jeden Fall mal ziemlich zackig. Nee. Aber hier gibt es einen Reifen. Jetzt gilt es herauszufinden, in welche Richtung wir den Reifen brauchen. Wozu ist er hier? Das macht mich ultimativ nervös. Mhm. Dann ist gut. Alter. Leider nur zwei Level im heutigen Part, aber der hier hat mich ein bisschen genatzt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ein bisschen von der Stimmung gedrückt. Ja, das muss ich sagen. Als nächstes käme Jurassic Cave. Oh, das könnte sehr interessant werden. Aber ich gehe speichern und wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde, meine Damen und Herren und Gesangsvereine. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Und bis dann und ciao.